Kennt ihr den noch? Bei dem allerdings fangen wir lieber doch mit dem Augmentor an. Denn anders als... Wobei, ich wollte das gerade mit Vinier vergleichen, aber es passt nicht. Aber die Buffs von Hope könnte ich hier auf jeden Fall ruhig gebrauchen. Und Moment, du bist ein Neuer. Du bist nicht derselbe. Gut zu wissen. Und mir gehen die Metapunkte langsam aus. Huiuiui. Auf jeden Fall ist der ganz schön geschützt vor fast allen Buffs, was eigentlich gar keinen Sinn macht. Weil wir ihn sowieso nicht... Wir haben doch eh keinen Manipulator. Aber gut, soll nicht stören. Vielleicht liegt das auch daran... An den Subsidien? Ich weiß nicht, ist doch egal. Auf jeden Fall warten wir erstmal, dass Hope uns ein bisschen was an Buffs gibt. Gibt ihr selber auch nochmal ein bisschen mehr Abwehr. Sauber. Das reicht eigentlich schon. Erstmal kurz auf den Brecher Verheerer, weil ich sicher gehen will, dass die Chain Gauge auf jeden Fall sicher genug ist. Eine Runde noch. Und dann wechseln wir zum Doppelverheerer und da bleiben wir, bis er gestaggert ist. Muss nur ein bisschen aufpassen, dass ich eventuell noch heilen muss, aber noch geht's. Was ist deine größte Schwäche? Eigentlich nichts wirklich. Gut zu wissen, das heißt, ich alterniere am besten mit Wasser und Elektroschlag. Das sollte am meisten bringen. 1, 2. Wow, 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 heilen, heilen, heimisch, 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 heimisch. Danke. Darauf immer achten, weil hierfür brauche ich aber nicht wirklich Potions, aber es ist halt dann schon ein bisschen nervig, aber Moment. So, wieder zur Doppelsequenz und jetzt bitte Lightning für deinen Elektro-Hydro-Schlag abwechselnd aus. Sauber, machst am besten noch eine Runde und dann können wir ihn finishen. Der hat nämlich noch ein bisschen viel an Leben, da denke ich mal, ist die Chain Gauge erhöhen eine bessere Idee. So, und jetzt war es das auch schon. Im Endeffekt ist der meiner Meinung nach leichter als der andere, den wir da mit Vinyl und Sass begegnet haben. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. Mann, da habe ich schlecht abgeschnitten. Ja, ich hätte es doch eine Ecke schneller machen können. Gut, merke ich mir fürs nächste Mal. Nächstes Mal gehe ich sofort auf Doppelverheerer. Ich glaube, die Buffs habe ich vielleicht doch nicht gebraucht. Vielleicht doch nicht. Habe ihn eigentlich stärker in Erinnerung gehabt. In Wirklichkeit war nur eine Pussy. Aber gut, übersehe ich hier was. Der Fall ist hier für die... Ah, ich glaube, hier wird es interessant. Ah, Karfunkel. In welchen anderen Final Fantasies kam der noch so vor, huh? Kommt, jeder schreibt mir jetzt in Final Fantasy, wo er den Namen schon mal gehört hat. Kill him and cut off the food supply. That'll make us popular. I think people have enough reason to hate us, don't you? Ach, wahrscheinlich. Yeah, you're probably right. Hungry people make for angry people. Aber sie sind doch schwache Menschen. Da muss ich sofort an diese eine Stelle in Chrono Trigger denken in der Zukunft, wo die Leute zwar sich immer wieder heilen können, aber nichts zu essen haben. Ah, schönes Spiel, schönes Spiel. Aber gut, das ist jetzt hier nicht... Moment, 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 bevor wir hier weitergehen. War da nicht noch ein Punkt nochmal zum Drehen, wenn man zurückgeht? Hey, bleib mal stehen, du Feigling. Bekloppt heute. Ich weiß nicht, wo mein Kopf heute ist, aber irgendwie nicht hier. Ja, 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 Hope. Immer mit der Ruhe. Aber erstmal zum Bereich der Verheerer. Die mache ich mal schnell fertig. Auch wenn hier gerade im Kampf nichts Spezielles passiert ist, ist mir gerade noch was eingefallen, was ich vielleicht in der letzten Episode nicht ordentlich genug erklärt habe. Und zwar... Die Fähigkeit Shock Impact, die wird nur aktiviert, also falls ich das beim letzten Mal nicht klar gesagt habe, wird sie nur aktiviert, wenn der Schockbalken des Gegners, nachdem oder während der geschockt ist, fast zu Ende ist und wir gerade angreifen. Das ist nicht so, dass Lightning zum Beispiel einfach nach einem Vierer-Kombo sich denkt, ach komm, ich schaue jetzt die Hammerattacke rein. Aber gut, welchen Weg müssen wir hier nehmen? Ich glaube den linken. Ich weiß es jetzt aber nicht. Ich glaube, der linke ist für ein bisschen was an Extra-Zeug gedacht. Ich könnte jetzt daneben liegen, wenn ja, gehen wir halt sofort zurück. Aber schauen wir einfach mal. Ich hoffe mal, dass ich recht habe. Weiß man ja nie. Mensch, ich mag das, wie ich die Kamera hier drehen kann. Und schaut euch mal Lightning an, warum guckt die so böse? Ich weiß, irgendwie ist sie scharf, oder? Das Einzige, was mir an ihr nicht gefällt, ist die Haarfarbe. Irgendwie ist sie zu rosa. Aber okay, okay, okay. Auf jeden Fall, hier haben wir einen etwas härteren Kampf. Hier haben wir zwei Gegner auf einmal. Und ich möchte... Fangen wir mit dem Brecherverheerer an. Ich möchte erstmal den Pudding aus dem Weg kriegen, weil das ist auf jeden Fall der nervigere Gegner, weil ich denke mal, der könnte auch sich denken, den anderen Typen da zu heilen. Und aus diesem Grunde geht der mal erstmal weg. Aber ihr seht schon, wie viel Schaden Lightning ihm sowieso schon macht. Also von daher ist alles andere einfach überflüssig. So, du bist futsch. Und wow, 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 heil mich, 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 heil mich schnell. Heil mich schnell, verdammt. Danke, Hope. Moment, heil mich mal lieber noch ein bisschen. Mensch, 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 Mensch. Der will es unbedingt wissen heute, glaube ich. Danke, Hope. Wenigstens kann man sich auf Hope verlassen, als Heiler zumindest. Heilen ist ja wirklich gar nicht schlecht, aber das Problem ist, dass ich Heiler im Regelfall gar nicht so viel brauche.
Na, okay, er macht eigentlich auch einen ganz ordentlichen Verheerer, das gebe ich zu. Aber gut, den ersten Gegner haben wir erledigt. Hope hat die Buffs draufgegeben, also geht's rüber zur Doppelsequenz. Und jetzt wird wieder manuell Hydroschlag und Elektroschlag abwechselnd eingegeben, damit es besser stackt, als wenn man nur einen von beiden nimmt. So, am besten wieder zwei Runden. So wie immer, damit wir von ATB Refresh profitieren können. Ansonsten werde ich jetzt mal kurz eine Potion reingeben. Ich werde jetzt nicht nochmal aufs Heiler-Paradigma wechseln. So, hier. So. Potion rein. Ungefähr so. Und dann wiederholen. So einfach ist das. So, jetzt schon mal wechseln auf Extermination, weil genau Hope ihn gerade gesteigert hat. Und das war's dann auch schon. Da. Ich habe mich bei der Change bei ihm auch total geirrt, also die müssen wir nicht mal besonders hochbringen, ihr seht schon, es reicht schon völlig aus und fertig. Noch vier. Mensch. Ich lasse irgendwie nach, ja? Also in den vorigen Episoden war ich irgendwie schneller. Gut, gut. Auf jeden Fall noch ein Wasserring, der mir eigentlich ziemlich egal ist. Und zwei Möbius-Spulen, die interessieren mich dann schon wieder mehr, weil alles, was ich zum Basteln benutzen kann, ist gut. Keine Sorge, es wird doch bald wieder, hab ich ja, stimmt, das habe ich schon gestern gesagt, es wird bald mal wieder eine Chance kommen, wo wir was basteln, aber zumindest jetzt noch nicht. Ich sag mal früh genug, Leute, früh genug, aber nicht jetzt. Außerdem können wir im Moment auch noch nicht mal so viele Items tragen, das ist es ja. Zum Beispiel, die meisten von uns können ja erst ein Item tragen. Und im Moment, kann ich bitte den rechten hier mal, hallo Hope, komm mal mit. Ich muss das Ding mal aktivieren. Hallo. Ah, Spiel? Moment, gehen wir mal kurz weg. Mensch, Mensch, Mensch. So, kann ich jetzt bitte das rechte Ding benutzen? Darf ich? Danke. Jetzt wollen wir auch den richtigen Weg gehen, ne? Ja. Und im Übrigen, nein, ich werde keine Cutscenes wegdrücken, auch wenn diese Cutscene jetzt hier nur 5 Sekunden gedauert hat oder so. Ich meine, das ist ja jetzt nicht die Welt, oder? Außerdem kann ich mir das inzwischen ja mit meiner Geschwindigkeit endlich auch erlauben. Ha, das ist immer noch so ein geiles Gefühl. Ich feiere das immer noch, weil dadurch kann ich einfach auch viel mehr uploaden. Ich kann längere Zeiten machen und dies und das und es ist, ich bin einfach immer noch glücklich darüber. Aber gut, ich bin der Meinung, dass das hier auch nochmal verwendet werden kann und man nicht damit einfach zurückfährt. Ich will das mal gleich ausprobieren. Könnte auch sein, dass ich mich irre und dass wir damit nur zurückkommen, aber ich glaube, das Ding führt uns nochmal woanders hin. Naja, naja, ich kann mich ja auch mal irren, ne? Dann schauen wir mal weiter und werden nicht scheitern und das alles, ne? Was wartet hier auf uns? Komm schon, eigentlich will ich noch bis zu einer gewissen Stelle spielen heute. Moment. Ganz ehrlich, ich versuche euch mal auf dem Paradigma. Schauen wir mal, wie das klappt. Naja, ganz dumme Idee. Man muss bei dem wirklich mit Augmento anfangen, einfach weil man die Abwehr braucht. Das kann ich mich jede Runde heilen, ey. Verdammt. Die Szene ist übrigens ziemlich, ziemlich wichtig. Ich versuche mal mehr ruhig zu sein hier. Und Wasser. Es ist alles von der Falsee. Du weißt, ich denke, Cocoon war wirklich für sie gebaut. Der Rest von uns? Wir sind nur Leeches. Parasites. You think? They protect us, nurture us, they take care of, well, normal people. They treat us like we're special, almost like we're pets. Oh my god. Hat aber einen Punkt getroffen, huh? Listen to me. This Lassie curse, it took everything from me. My future, my dreams. I didn't want to think. So I fought instead. As long as I was fighting, nothing else was real.
I was running away. And you, Hope. You got swept along with me. But Lightning, I don't understand. Operation Nora is over. What? I... No! You told me to fight! I made a mistake! But... Lightning sieht mal ein, dass sie einen Fehler gemacht hat. You can't just build something up like that, then abandon me. I won't abandon you. Als ob du Snow besiegen kannst. Schon hart irgendwie, ja? I can't just throw in the towel. Na, wenn ich dir das aber sage. So, eigentlich würde ich ganz gerne einen Schnitt machen und da vorne ist auch ein Savepoint, von daher passt das. Ich denke mal, bis dahin können wir noch gehen. Aber es gab dann also quasi ein... Wow. Ja, ein bisschen nervig mit drei Gegnern auf einmal, aber jetzt habe ich auch vergessen, worüber ich geredet habe. Ah, ja, genau. Und zwar haben wir jetzt wirklich wieder mal ein etwas wichtigeres Element zur Story gehabt, was mir persönlich ein bisschen fehlt. Ich weiß nicht, die meiste Zeit über sind wir ja quasi nur weggelaufen und es gab nicht wirklich was an Story. Aber jetzt haben wir wieder mal einen etwas größeren Brocken gekriegt. Aber mal sehen, wie Hope darauf in Zukunft reagieren wird, hm? Weil schließlich soll er das jetzt doch nicht machen. Er soll sich doch nicht Snow gegenüberstellen, er soll doch nicht kämpfen. Aber ob er das so einfach machen kann, ich meine, schaut ihn euch an. So what do we do now? Sein Wille scheint ja schon festzustehen, hä? Naja. Du bist eine tickende Zeitbombe. If we can't follow the plan, do we just lay down and die? I didn't mean we should give up. Then what battles do we fight? And against who? Tell me that. I don't know yet. You don't know yet. That's right. I don't know yet. But I do know we can't lose hope. Hope, wir dürfen dich nicht verlieren. There is no hope, not for Lassie. There's you. It's my name, not who I am. I was just like you. Huh? Mhm. Du warst auch mal Nemo. My parents died. I had to be strong for Sarah, so I thought I needed to forget my past. Da haben auch einige gefragt. And I became Lightning. I thought that by changing my name, I could change who I was. I was just a kid. Deswegen hat Snow gesagt, dass er nicht weiß, wie ihr richtiger Name ist, denn Lightning, sie hat einfach nur ihren Namen geändert. Ihr richtiger Name ist aber, erfahrt ihr später. It only destroys. Du bist aber auch assi stark. Würde man dir gar nicht ansehen. Sarah tried to tell me, but I wouldn't listen. There you are. If you really are Elise, it's my job to deal with you. Typical. I threatened her. Come on, Slowpoke. Sorry. Got held up. Where have you been? I am really late, huh? The only one who believed her was Snow. Don't say it! Don't say his name. It brings everything back. I keep playing it in my head. What happened to her? Und dann siehst du immer noch nicht, dass es nicht seine Schuld war. And he's smiling. How can he smile when she's dead? I know. There's nothing I can do about it. I hate knowing that. No matter what happens, she's not coming back. Ja, dann bringt dir doch Rache auch nichts. There's no time to think about it. It felt good just to give in. But now you start talking about hope. I'm sorry, I messed up. It's my fault. Boah, ich bin mal so nett und sag dazu mal gar nichts. Gut. Mensch. Also der Hope, der ist wirklich
Emotionales kleines Ding gerade, aber gut. Aber da muss ich tatsächlich Hope mal wieder in Schutz nehmen, weil ich meine, er ist halt nur ein kleines Kind und was da an dem einen Tag schon alles passiert ist, das ist einfach zu viel. Weil, Moment, muss ich das aktivieren oder? Ach, ist schon okay. Und außerdem sind Kinder halt wirklich leicht beeinflussbar. Und wenn er jetzt dadurch Lightning quasi falsch verstanden hat und das Ganze halt sich so gedacht hat, dass er sich an Snow halt quasi vergreifen soll und halt Rache üben soll und jetzt Lightning sagt, er soll es doch nicht tun, dann wird das garantiert sehr hart für ihn sein, gar keine Frage. Aber wie diese ganze Misere weitergeht, das sehen wir eventuell beim nächsten Mal in Let's Play Final Fantasy 13. Ich bin's hier und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin und bis dahin.